Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir sind hier in unserer kleinen Stadt drin. Es ist kurz vor 20 Uhr, wenn ich mich recht... Ja, 19 Uhr. So, nicht mal die Uhrzeit kann ich mehr richtig sagen. So machen mich hier die Zombies kirre. So, wollen wir mal gucken, was jetzt hier in der Bücherei so Tolles drin ist. Obwohl, wir laufen da draußen einfach noch zu viele Zombies irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob das... Ist das wirklich gut, wenn wir jetzt hier... bauen wir uns das mal ein bisschen safe. So in etwa und machen wir uns das hier mal lieber zu. So, die obere Seite kann ja im Grunde genommen erstmal so bleiben. Fackeln haben wir ja auch. Machen wir uns hier mal ein paar Fackeln hin. Ach. Also die bleiben auf jeden Fall lange liegen. Das steht schon mal fest. So, ich will ja nicht, dass die mich hier sehen, wenn ich hier drin am Arbeiten bin. Ja gut, am Arbeiten sind wir nicht wirklich, aber wir bläsen uns. Da müssen die Zombies jetzt nicht unbedingt uns die Bücher klauen. So. Laufen wir hier mal langsam so zurück. Gucken wir mal hier hin, ob alles okay ist. Ja, sieht aber wirklich alles gut aus. Ist da draußen was los, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr die Schritte da draußen hört, aber das ist schon sehr beunruhigend. So, wie viele Woodframes haben wir denn eigentlich noch? Wir haben nicht mehr so viele. Woodframes, da haben wir doch. Dann machen wir uns mal noch 20. So, dann gucken wir mal, was es so Schönes für Bücher gibt. Gar keine. Naja, was sollen wir denn damit machen? Ich dachte jetzt eigentlich wirklich an interessante Bücher. Ich wollte jetzt keinen Blödsinn haben. Ein Pistolbook. Ja. Immerhin. So, weiter geht's hier rum. Wir lesen ja schnell die Bücher, ne? Im Grunde genommen könnten wir uns das hier wirklich auch mal bauen. Es gibt ja bestimmt einen richtig guten Schutz. Hier. Dann brauchen wir Leder für. Da wir das jetzt schon haben, könnten wir das jetzt eigentlich mal scrappen, denn. Na toll, einmal so eine Schematik scrappen bringt uns nur gerade mal 3 Blätter. Das ist ja
gar nichts. Dann können wir die. Oh. Das ist bestimmt, weil die Tankstelle kaputt gegangen ist. Haben sie gesagt, damit der sein Moped aufladen. Oh. Genau die brauchen wir. Wir dürfen ja mal nicht vergessen, wenn wir da unsere Feralhorde bekommen. Genau das hatten wir ja gesagt, dass wir im Grunde genommen eine Shotgun brauchen. Den können wir doch bauen, warum? Oder? Ach so, der ist aus Leder, ich verstehe. So, dann. Das ist auch nicht schlecht. Können wir uns mal ein Messer bauen. Und hier der Crossbow. Auch sehr gut. Mann, wir finden hier richtig tolle Sachen in der Bücherei. Ein Iron Helm. Ja. Auch nicht schlecht. Nochmal. Irgendwie glaube ich, da von hinten kommen jetzt die Zombies rein, oder? Na, das wär's ja. Die sind irgendwie aggressiver geworden, die Zombies. Kann das sein? Also irgendwie. Habe ich so das Gefühl, dass die aggressiver geworden sind. Was haben wir hier? Ah, gleich noch die beste Farbe, die es gibt. So, dann machen wir uns hier mal das Leder weg. Das kriegen wir ja hoffentlich nicht mit. Wenn ich hier die Einrichtung kaputt kloppe. Aber irgendwie in der Bibliothek hier, es wird nicht richtig ausgestrahlt, ne? Also ich finde es sehr dunkel hier. Also hell ist was anderes. So, was kriegen wir denn jetzt eigentlich mit diesen Lampen? Da wollte ich mal gucken. Wo haben wir sie denn jetzt? Achso, hier ist sie doch. Da wollte ich doch mal gucken, kriegt man hier das Kabel? Ne, man kriegt die Lampe. Okay. Hier kriegt man die Tische. Na gut, nehmen wir ein bisschen Einrichtung mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ist ja egal. Dann habe ich noch gesehen gehabt in dem Haus, im Grunde genommen, was hier nebenan steht. Das will ich dann jetzt dann im Grunde genommen gucken, wenn wir wieder rauskommen. Weil da sind Kabel an den Wänden. Ja, wollte ich mal gucken, ob wir da das Kabel herbekommen für das Minibike. Das habe ich nämlich im Let's Play gesehen von Xerxes Zockt. Der ist nämlich da in so einem Haus drinne. Und da habe ich doch tatsächlich gesehen gehabt, dass da Kabel an den Wänden sind. Und ja, wollen wir mal gucken. Ob wir da denn die Kabel herbekommen. Die man ja braucht fürs Minibike. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal ein Minibike-Buch, ja. Und wir machen uns schon wieder Gedanken hier über das Minibike, aber. Warum auch nicht, ne? Was man hat, hat man. Und das sollte die Devise sein. Kommen wir hier unten durch? Nö. Schade.
Oh, hier haben wir alles, ne? Ja, hier können wir jetzt noch das hier kaputt kloppen. Damals haben wir da schöne Blätter bei rausbekommen. Ich weiß gar nicht, das kloppe ich hier sonst wie oft schon gegen. Können die mich dadurch dann sehen? Weiß ich nicht. Mache ich lieber zu. Ah, jetzt können wir mal ein Blatt bekommen. So, hier haben wir auch noch Leder. Nehmen wir natürlich alles mit. Alles, was wir kriegen an Leder, nehmen wir mit. Dann brauchen wir nämlich nicht jagen gehen, um uns da Leder zu organisieren. Das können wir rausschmeißen. Hier ist es duster. Ich sehe nichts. Wir sehen nichts. Können wir die Kasse bewegen? Ja. Ein Blatt Papier. So, was brauchen wir denn für Shotgun? Da können wir Skillpunkte für benutzen. Dann gucken wir doch mal, was wir da bei der Shotgun hier. Was brauchen wir denn da? Da brauchen wir wo haben wir denn das? Wo haben wir denn das jetzt? Wieso sehe ich das nicht? Das sind ja jetzt hier Klamotten, das ist Blödsinn, das ist gut, hier könnten wir uns jetzt noch den Concrete Mix einschalten. Das brauchen wir nicht wirklich. Stil haben wir, das ist okay, das. Na, sag mal. Das muss doch hier sein, ne? Das ist doch hier auch so eine Baukiste. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich jetzt wahrscheinlich zu blond für. Tragen wir doch mal ein. Die Gun. Was haben wir denn hier? Hier oben ist es doch. So, davon brauchen wir 25. Tadam, tadam. Tadam. Tada! Gut, und dann können wir das jetzt machen. Tada! So. Das ist jetzt, wie gut die Shotgun am Ende ist, ne? Shotguns 50. Ja, wir haben jetzt noch 17 Punkte. Machen wir das hier mal weg. Was machen wir dann für die 17 Punkte noch? Lohnt sich da jetzt erstmal irgendwas sich? Pistole brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Ja, Shotgun, nee, machen wir nicht. Wir brauchen irgendwie wir haben ja Pistole, haben wir ja auch, und Pistole brauchen wir diese 9 mm, ne? Das nehmen wir mal lieber noch. Jetzt haben wir. Achso, das kostet nur 5 Punkte. Ah, okay. Dann könnten wir noch. Was ist das?
würde ich jetzt erstmal nicht so wichtig achten. Gut, naja, lassen wir das erstmal. Hier beim Bauen, was ist das? Ups. Was ist hier? Weiß ich nicht. Ich weiß das hier alles nicht mehr. Also ist gar nicht mal so einfach. Gut, ich würde sagen, lassen wir das erstmal. Wir sehen ja jetzt, was wir jetzt hier bauen können. Also wir können jetzt das auf jeden Fall bauen. Dafür brauchen wir Blei. Das ist schon mal klar. Schwarzpulver und Papier. Papier haben wir jetzt 181. Schwarzpulver kriegen wir aus Potassium und Kohle und Blei. Brauchen wir dann auch. Gut. Ansonsten haben wir jetzt hier alles in der Bibliothek, außer die hinteren Räume, aber die lassen wir jetzt wirklich mal außen vor. Das ist jetzt wurscht, die hinteren Räume. Ich weiß nämlich nicht, ob die da die Wand eingekloppt haben. Und dann sitzen die uns auf dem Schoß. Ach, guck mal, da ist doch was, ne? Warte mal. Da habe ich doch jetzt gerade was auf der. Ach, gucke. Hier ist der Schatz von Stefan. Ah ja. Da habe ich meinen Schatz begraben. Ist ja gar nicht mal so weit weg, ne? So, dann können wir das hier noch scrappen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Ach, das bringt einen jetzt sowas. Brass. Ist mir jetzt auch neu. So, das können wir nicht scrappen. Was haben wir denn noch? Diese Rohre können wir auch mal umwandeln. Die brauchen wir wirklich nicht. Jetzt hier vor Ort. Ne, mehr brauchen wir nicht. Ach, hier können wir noch was. Und das Glas, das können wir eh nicht wegmachen. So, das Preis kommt hier. Die Painkiller packe ich mir mal hier hin. So, dann haben wir im Grunde genommen erste Hilfe mäßig haben wir ziemlich viel bei. Und eine Stone Axe können wir uns jetzt auch noch mal schnell bauen. Stone, Stone, Stone. Wieso? So. Mal sehen, was die jetzt für ein Level schon hat. Ja. Was hat die? Nur mal so zum Abgleich. Naja, ein bisschen besser. Ist ja schon gewohnt. Gut. Das war dann das mit der Bibliothek hier. Hat uns ja wirklich sehr viel gebracht. Und ja, dann wollte ich hier wirklich in dieses Haus mal reingehen, um euch noch zu zeigen, was ich meinte mit Kabeln. Weil irgendwo hatte ich hier Kabel gesehen gehabt. Ist doch, glaube ich, das Haus, oder? Nee, das ist nicht mehr das Haus. Doch hier. Was ist das denn bitte? Das sind keine Kabel. Gut. Hat sich erledigt, aber die Dinger meinte ich. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, dann geht's weiter hier in der Stadt. Mal sehen. Ich denke mal, wir müssen erstmal zurück und die Taschen leeren. Den töten wir hier doch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.